Ninaus? Hi. Bist du gleich wieder im Büro? Ach so, ja, nee, dann sprechen wir nachher nochmal eben. Ja. Muss mit Sven sprechen, die haben mit Sven telefoniert. Ich glaube, morgen wollten sie jetzt was machen. Ne? Müssen wir mal gucken. Ja. Naja, mich hat nämlich vorhin noch eine Zeitung angeschrieben und da wollte ich mit dem mal abklären eben. Ja, hier Weser-Bergland-Volk, die Zeitung. Ja, genau. Die haben jetzt stellen jetzt so eine Expertenrunde auf, geht über Wegrennen, also hier die Wegränder von den Ackerflächen, wie die in Zukunft gepflegt werden sollen und sowas alles. Und danach wollten die fragen, ob wir da irgendwie auch schon irgendwie was in der Richtung machen. Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, muss ich mit Thorsten sprechen. Weil die sind aber wohl überlegen, dass die halt von den Kommunen mähen lassen und dann aber auch mit so Maschinen, die es auch aufsammeln und alles Mögliche, weiß ich nicht. Da sitzen welche vom Bund dabei, von NABU und so was alles. Ja, aber ja, genau. Und der Chef davon, glaube ich, also die Bürotipps, die letztes Mal bei uns gewesen ist, die hat angerufen gehabt und der hatte vorgeschlagen, hier, frag doch mal bei Manching nach oder den da auf Instagram mal anschreiben oder irgendwas, genau. Und dann hat die mich heute angeschrieben, hat gesagt, wo wir eben anrufen und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich mal nachher mit Thorsten sprechen. Ja. Deswegen, wenn du nachher in 5 Minuten hast, dann können wir mal eben quatschen darüber oder was. Ja. Gut, alles klar. Jo, bis dann. Ach, da haben sie wohl Beton gegen gespritzt oder was hat er gerade erzählt? Ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Da musst du mit Julian am besten selber sprechen, was er damit hat. Na. Gut. Alles klar, bis später. Jo, tschö. Ja, moin. Heute sind wir mal nicht im Büro, heute sind wir mal bei uns auf dem Platz. Wollen mal einmal unsere Traktoren vorstellen. Also hauptsächlich fahren wir Fendt. Von den 39 haben wir 4 Stück, dann ein 39 S4, ein 939, zwei 718, zwei 724 und ein 1050. Jetzt stehen wir hier gerade bei unserem 939. Unser 939 hat 900er Bereifung, sprich richtig breite Reifen drauf, um bodenschonend zu fahren, wird Luft abgelassen und der Schlepper wird hauptsächlich für schwere Ackerarbeiten genutzt. Ja, 5 John Deere haben wir noch, 6R 230 und 5 Puma CVX 220. Und ja, damit sind wir ziemlich breit aufgestellt. Und wir wollen euch einfach mal ein paar Bilder zeigen, mal ein bisschen rumführen und dann schauen wir mal. Direkt hierbei sehen wir jetzt auch noch unsere Pressen, das ist alles noch vom Graspressen. Das ist jetzt hier unsere Comprima-Kombi, da haben wir auch 4 Stück von. Ja, Multibell-Presse 1270, 1290, 8090. Genau, das ist einer unserer älteren hier, unser 39. Hier haben wir einen von unseren Johnnies stehen, 6R 230. Sind noch relativ neu. Unsere 39 sind mit die ältesten Schlepper, aber einer der besten Serien, die Fendt gebaut hat, die halten ewig ohne irgendwelche Probleme. Gehen wir mal einmal ein bisschen rum bei uns um den Platz. Schauen wir mal, was hier noch so rumkreucht und fleucht. Ja, hier rechts haben wir unsere zwei Zubringerfässer vom Stapel. Jeweils 27 Kubik gehen in die Fässer rein, damit fahren wir bei unserem Cerion zu. Da haben wir noch ein Fass von Wienhoff für einen LKW von uns, der sogar gedrosselt auf 60 km/h. Das heißt, unsere Lehrlinge mit T-Führerschein können sogar den Traktor fahren, um auch Gülle zu bringen. Was? Motivierten Mitarbeiter wird jetzt gerade aufgenommen hier. Hier ist einer unserer 718. Unsere 718 sind beide ausgestattet mit einem Frontlader von Stoll. Für Ballenladearbeiten ist sogar noch ein Anhänger dahinter, wo wir jetzt zum Schluss auch mit Ballen gefahren haben mit unserem Tieflader. Den nehmen wir für alle Zwecke, sowohl als für Tieflader als auch für Ballentransporte. Ganz links in der Ecke, Opas alter Fendt Geräteträger. Auch noch ein bewährtes Schätzchen. Da kann man viele kleine Kram mitmachen. Ja, zu unserer linken Fendt 724 mit unserer CAD-Spritze. Da habe ich ja schon öfter mit auf den Videos gesehen. Ja.
So, den ganzen anderen Kommunalmaschinen und so kommen wir irgendwann nochmal zu. Da wird sonst alles viel zu viel. Wir sind ja 40 Mitarbeiter, 40 Feste. Wir machen ja nicht nur Landwirtschaft, wir machen ja auch viel Kommunal. Wir baggern, wir machen für Kanalarbeiten, Mähen, Mulchen und sowas alles. Abbruch und so weiter und so weiter. Also die Facette ist ellenlang. Hier links steht unser größtes Pony. Unser Fan 1050, der ist aber auch quasi vom Hacker von Jens angeschnallt. Unser Torben, habt ihr auch schon mal im Video gesehen, ist da zu 100% immer mit unterwegs. Sehr selten, dass der mal abgebaut wird vom Hacker und mal irgendwas anderes macht. Und der Hacker, der braucht auch die 500 PS davor. Hier neben, hauptsächlich von Julian genutzt, der Schlepper, Fendt 39 S4. Momentan die Forstfräse hinter, deswegen auch die Bereifung, die Forstausstattung. Der Strecker läuft überwiegend wirklich im Forst und ist für Fräsarbeiten, Mulcharbeiten und sowas eigentlich überwiegend im Einsatz, noch drei Viertel des Jahres. Aber so wie letztens auch, wenn halt Not am Mann ist oder Not an der Maschine ist, dann kommt der auch vor der Presse und ist ganz normal auf dem Acker mit unterwegs. Ja, hier rechts, einer von unseren Pumas. CVX 220, ein Dumper dahinter. Ich muss dazu sagen, die Pumas laufen überwiegend viel auf Baustellen und sind eigentlich überwiegend für Transportarbeiten bei uns. Ja, hier steht noch eine 8090, 1270 ist das jetzt, ja, die neuere. Gerade hier in der Halle reingestellt, sauber gepustet. Hier links haben wir jetzt noch einen Anhänger Sand gestrahlt und neu lackiert von uns. Unsere Werkstatt ist auch ziemlich breit aufgestellt, sowohl als für Kunden als für uns, wird da viel gemacht. Und ja, momentan alles noch etwas so durcheinander auf dem Platz hingestellt, ist halt momentan viel los und nur einige andere Sachen kommen halt nach. So, steht jetzt einer noch von unseren Häckslern. Also bei uns ist alles Krone. Krone Big X V8 haben wir, Krone Big X 700, 770, 1100 sind unsere Häcksler. Zwei sind momentan umgebaut auf Gras und das reicht auch. So viel Gras häckseln wir nicht, jetzt sagen wir mal. Aber im Mais werden dann alle auf Mais umgebaut und alle sind unterwegs von 10 Reihen bis 14 Reihen. Ist alles bei uns vertreten. Ja, rechts auch noch einer unserer älteren, Fan Favorit 29. Wird auch noch für leichte Arbeiten genommen, hat aber auch schon, weiß ich nicht, 16.000, 17.000 Stunden runter. Also ist jetzt nicht mehr unbedingt Hauptmaschine. Noch ein Jog 6R 230, hinten noch ein Fan 39 von den älteren Generationen. Ja, LKWs haben wir auch. MAN, TGA, TGS, einmal unser Dreiachser, alle Hakenlift, können Container draufladen, 40, 50 Kubikcontainer, noch einen Anhänger dahinter stellen, Containerbrücke draufstellen. Und genau, dann haben wir noch einen Actros mit Schwerlasttransporter. Und da machen wir schwere Transporterarbeiten mit, weil Bagger haben wir auch, Kettenbagger. Zwei große, über 20 Tonnen, dann ein Mobilbagger, 22 Tonner und noch ein 13 Tonnen Mobilbagger und dann noch drei kleine Bagger, wenn ich mich nicht ganz täusche. So war das. Ja. Ach ja, und noch einen weißen MAN haben wir auch noch, weil ich vorhin gesagt hatte, der runtergedrosselt ist auf 60 Stundenkilometer, wo wir dann auch landwirtschaftlich mitarbeiten können, wo die Jungs auch mit dem T-Führerschein mitfahren können. Braucht man nicht den C-Führerschein. Hier rechts unser kleinster Fendt, Fendt 209. Aber wie man sieht, Schere dran. Das ist unsere Maschine, der wird hauptsächlich am Kanal laufen, Zwillingsreifen, der fährt wirklich an Böschungskanten ganz stramm runter und mäht richtig Böschung, Grabenböschung aus und holt gleichzeitig auch das geschnittene Gut wieder hinten mit der Hake wieder raus. Eigentlich nur dafür fast in Einbaut. Typisch normalerweise sonst auf dem Weinbau so ein Schlepper, aber für solche Arbeiten prädestiniert dafür. Unsere kleine Brechanlage von Krokodil haben wir auch noch hier stehen. Wir machen ja auch Abbruch und so weiter und das dort abgebrochene Material kann dann direkt zerkleinert werden und wird dort meistens vor Ort wieder als RC-Schotter eingebaut für irgendwelche Bodenplatten oder sonstiges. Ja, noch eine Spezialmaschine bei uns, der EBI, auch für Mulcharbeiten hauptsächlich. Kann auch ganz steile Böschungen hochfahren und kippt nicht um, flach, breit, super Maschine dafür geeignet. Links daneben unser Cerion. 3800 mit Kaweco-Fass, 27 Meter Gestänge, momentan umgebaut auf Mais, sprich schmale Reifen drauf, fast genauso. Und vorne eine große Pumpe dran von Stapel, können wir direkt mit an die
Zubringerfässer, die ihr vorher gesehen habt, mit andocken, leer saugen in eins und dann kann es direkt auf Feld ausgebracht werden. Im Herbst kommt dann das Fass ab, Schild davor und dann geht die Maschine in Mais. Auf Schieben, Schieben, Schieben. Ja, das war erstmal soweit unsere kleine Runde, zumindest von den Hauptmaschinen, sage ich mal. Wir hätten noch so viel Kleinkram, was wir auch noch alles zeigen können, aber das würde jetzt den Rahmen hier voll und ganz sprengen. Deswegen gehen wir da mal näher auf ein, wenn wir die Maschinen auch unterwegs sind und auch arbeiten, können wir das Ganze ein bisschen detailliert machen. Aber so habt ihr schon mal einen groben Überblick. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Nico.